Ärgerlich, ärgerlich. Für mich gilt das auch. Ja, für dich gilt das auch. Aber du kommst auch in den Lostopf. Keine Sorge. Oder wir machen es so. Okay, ich ändere jetzt tausendmal die Regeln. Ich weiß, es ist doof, aber beim 150. gibt es das erste Mal drei Mystery Chests, beim zweiten Mal bei 200, beim dritten Mal bei 250, bis ich das Spiel durch habe. Wollen wir es so machen? Das klingt doch fairer, oder? Und wenn die beim 200. Mal nochmal mitmachen, dann killt das nicht. Also keiner darf zweimal was gewinnen. Okay, sehr schön. So, er ist kaputt. Jetzt macht er halt wieder diesen Angriff, damit wir runterfallen. Würde ich jetzt sagen. Boah. Wieso habe ich ihn jetzt nochmal angreifen können? Ach, jetzt hätte ich nach hinten gehen können. Scheiße, aber jetzt macht er halt die Arena kaputt, oder? Ja, macht er. Schnell nach hinten laufen. Jetzt machst du seine Säure wieder? Ist ja immer das gleiche, oder? Ja, klingt gut. Okay, dann machen wir jetzt 150 bei 2. Dann ab 150, dann alle 50 Tode. Okay, jetzt ist der Arm rausgewachsen. Jetzt können wir eigentlich den Arm auch angreifen. Oh nein, er hat mich. Ich habe einen Kriegsgott Holzschild bekommen. Könntest du das? Was gefällt mir, ist, dass er jetzt so schnell die Estus-Plakons nimmt. Nein, Scheiße! Das tötet mich, oder? Nein, ist gut. Okay, fuck, ich habe nicht mehr viel Leben. Ich habe die Hälfte des Lebens. Er hat auch noch die Hälfte. Okay. Bauchklatscher. Oh, ich könnte hinten angreifen. Nein, hier ist nichts. Er hat nichts im Arsch. Nein. Nein, leg dich nicht auf mich, bitte. Oh Gott, ich hätte seinen Arm angreifen können. So ein Idiot. Wieso trifft das nicht? Hier ist noch was. Ah, man kann. Er hat viele von diesen Dingern. Jetzt auf seinen Arm. Oh nein, die Säure ist da. Oh nein, er hat mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Er hatte so wenig Leben. Nein. Kannst du dir vorstellen, mit Twitch dein Geld zu verdienen? Nein. Also wie gesagt, Geld ist mir halt wirklich nicht alles. Aber es freut mich halt, wenn jemand mir was spendet, mir was gibt. Von seinem Taschengeld, aber wie gesagt, ich werde niemals irgendwas verlangen. Und ja, ich, keine Ahnung, wenn ich. Ich weiß nicht, wie das so läuft. Wenn ich halt noch viele Follower dazu bekomme, kann ich vielleicht irgendwann so ein Abonnentensystem einsetzen. Dann ist alles halt, wie man will. Alles optional. So. Ab 150 gibt es alle 50 Tode, 3 Chests. Ja, genau. So ist es. Weil ich euch ja auch was geben will. Weil ich euch alle lieb hab. Ach man. Das nervt mich ein bisschen, dass ich nur 5 Flakons habe. Gleichzeitig gesprungen. Geld ist halt so eine Sache. Aber was mir wichtig ist, dass hier ein paar Leute sind, dass sie mit mir schreiben und dass sie mir Fragen stellen. Was ich auch gut finde, dass du mir die Frage gestellt hast. Und ja. Andy und Sandy. Seid ihr zwei Personen, die den Twitch-Account nutzen? Oder wieso heißt du Andy und Sandy?
Achso, das muss ich ja gar nicht machen. Er hat uns lieb. Gruppenkuscheln, ja. Das blöde Ei. Diese Gegner im Hintergrund helfen auch. Aber was gut ist, wenn man unten ist, kommen sie halt nicht mehr. Aber ich bin halt jetzt schon halb tot. Ja, das ist ja auch das Blöde. Ich muss halt wirklich. Ich muss halt ihn jetzt wirklich töten, damit meine Seelen nicht verloren gehen. Ich habe ja einige Seelen schon gesammelt. Ich darf jetzt nicht vorher sterben, das wäre richtig peinlich. Aber es geht ja jetzt kaputt. Ich glaube, wie viele Seelen habe ich schon? Deswegen ist, ich sammle ja auch immer Seelen, weil er diese kleinen Monster immer kaputt macht. Ich sehe nichts. Ich habe 4000. Okay, ist ja nicht so viel, aber. Also schon viel, aber. Nicht die Welt natürlich. Das ist die blöde Arme. Dieser Gegner bringt mich zum Kotzen, ey. Vor allem, das ist halt so ein Gegner, der ist so mega überdimensional. Nein, nur einer. Die Seelen bleiben halt immer da, bis du nochmal stirbst. Also wenn du einmal stirbst, hast du einmal die Chance, deine Seelen wiederzubekommen. Wenn du wieder auf dem Weg dahin wieder stirbst, dann kriegst du die Seelen nicht mehr wieder, dann sind sie weg. Aber Respekt für deine Einstellung, haben nicht viele. Nee, ich bin ja... Also ich gebe ja zu, ich bin nicht der größte Entertainer. Ich meine, also es gibt zwei Arten von guten Streamern, von bekannten Streamern. Einmal sind es die, die Titten zeigen, und die anderen sind die, die wirklich unterhalten können. Ich kann beides nicht. Ja, jetzt darf ich schon mal eine Flasche wegwerfen. Cool. Oh Gott. Warte noch, bis der Dicke die kleinen Mobs gekillt hat. Und dann geh auf seine Klöten. Ja, das stimmt. Oder er ist halt nur auf... Ja, man muss halt ein bisschen geduldiger sein. Ich darf halt nicht zu schnell auf seine Eier gehen. Aber wie gesagt, ich erwarte nicht, dass ich jetzt in 2 Monaten 1 Million Follower habe oder so. Aber ich finde es eigentlich trotzdem super, dass ihr mich trotzdem unterstützt. Also ich würde es super finden, wenn ihr mich trotzdem unterstützt. Oder ich mach's ja einfach jetzt. Nein! Gut. So, hi, großer. Hübsche Eier hast du. Der Typ, der wieder neben mir steht, ne? Ja, ey, gut. Ich bin Speedrunner, ich hab sie jetzt schon kaputt gemacht. Oh Gott. Achso. Also er geht jetzt schon nach unten. Und hier sterben die, oder? Nicht schlecht. Okay, das war dumm. Okay, hat keinen Schaden gemacht. Okay, wo ist jetzt das nächste? Das nächste ist hier. Okay, aber der ist zu weit oben. Jetzt kommt diese Säure wieder. Wohin könnte ich jetzt gehen? Ich könnte halt auf seinen Arm weitergehen. Dann würde mich nicht nervt. Autsch. Was macht er jetzt? Hallo, mach was. Ich weiß auch, dass seine Füße diese Eier. An seinen Füßen wachsen auch Hoden. Ich frage mich halt, ob ich seinen Arm kaputt machen kann. Bei Dark Souls ist es auch wichtig zu wissen, wann er was macht. Also eigentlich hat man ja immer diese Anzeichen, wann er welchen Angriff benutzt. Und diese Art. Also man kündigt seine Angriffe ja immer vor. Also muss man halt langsam erkennen, wann er was macht. Ich glaube, ich könnte meinen Ember auch als Trank benutzen. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Ach du Kacke, ist der Bender, der Gegner. Wenn ich dann bald Schule fertig bin und eine Ausbildung mache, dann kann ich ja auch mal Money reinlassen.
Weil jetzt als Schüler verdient man halt nicht so viel Geld. Ja, wie gesagt, ich akzeptiere alles. Ich verlange aber auch nichts von euch, wisst ihr? Kurz, wenn komme ich wieder, hoffe, du streamst noch lange. Ja, klar. Ich bin noch ein bisschen länger hier. Aber ich bin doch eben die ganze Zeit einen anderen Weg gegangen, oder? Ja, ich bin hier lang gegangen. Okay. Was sie hier jetzt ein bisschen einfach gemacht haben, ist, dass man halt eigentlich keine Gegner auf dem Weg zum Bossfight machen muss. Bei Dark Souls 2 und 1 war es immer so, dass man halt immer locker ein paar Gegner machen musste, bevor man zum Bossfight gekommen ist. Na komm. Ja, danke. Da wir erstmal einen Flask nehmen. Ach, Karl-Heinz Rummenigge, wie alt bist du denn eigentlich? Ich dachte, du bist schon älter. Aber du bist auch noch in der Schule, ne? Also habt ihr morgen alle Schule? Oh nein, wegen euch bleibt ihr alle so lange wach. Ey, wegen mir bleibt ihr alle so lange wach. Das ist komisch, dass er seine Säure jetzt nicht hier gemacht hat. Aber ich merke schon, ich werde unkonzentriert. Ich habe jetzt schon nur noch 3 Flaschen. Komm, Special Angriff. Nice, das sah cool aus. So, bin jetzt pennen. Morgen Turnier, wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles klar. Ciao Andy und Sandy. Ich hoffe, du schaltest demnächst mal wieder an. Und gute Nacht. Und viel Glück morgen beim Turnier. Also dieses Jahr dann volljährig. Ja, ich werde am 27. April 19. Also ich bin nicht viel älter als ihr. Aber nochmal zum Thema Spenden. Also ich habe das auch unten hingeschrieben. Es ist natürlich keine Pflicht mehr, irgendwas zu spenden. Nein, scheiße. Ich bin einfach tot. Ich bin einfach tot. Ich habe meine Seelen nicht eingesammelt. Nein, scheiße. Kennst du Shadow of the Colossus? Ja. Auch eines meiner Lieblingsspiele, Shadow of the Colossus. Ich würde mir wünschen, dass nochmal so eine Art Spiel rauskommt. Aber bei Shadow of the Colossus war es auch geil, dass du nur Endbosse hattest und nichts anderes. Und das war einfach so geil melancholisch. Also ja, eines meiner Lieblingsspiele. Auch richtig gute Musik drin. Erinnert mich auch ein bisschen an Dark Souls. Okay, ich habe meine Seelen verloren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gucken erstmal, was es hier noch so gibt in diesen Gebieten. Würde ich jetzt mal sagen. Und dann versuchen wir ihn gleich nochmal. Aber vielleicht noch ein paar Seelen sammeln, ein bisschen leveln. Ein bisschen Leben dazu bekommen. Vielleicht ist hier noch irgendwo eine Estus-Flasche oder so. Aber ich probiere den gleich. Stirb. Es gibt ja noch andere Wege, die hier sind. Man könnte jetzt bei diesem Pessimisten da hinten könnte man jetzt. Ich habe keine Pfeile mehr, na toll. Für diesen Part wollte ich mir Pfeile zulegen. Jetzt habe ich keine Pfeile. Na egal, ich mache den hier schnell. Autsch. Oh, fast runtergefallen. Gucken wir mal, was hier ist. Verschlossen, na klar. Und er kommt hier einfach rein. Er kommt hier einfach rein und ich sterbe natürlich, ist klar. Das Ende war traurig. Ich habe immer festgehalten, solange es ging, als man da eingesaugt wurde. Oh, das war wirklich... Vor allem, man ist halt das ganze Spiel alleine... tötet die Kolosse und weiß halt nicht wieso, weil die Kolosse waren ja eigentlich nicht so wirklich feindlich. Also die Kolosse taten einem auch schon ein bisschen leid, aber man hat die halt trotzdem getötet, nur für dieses Mädchen.
Und dass er dann am Ende noch verreckt ist, das ist wirklich. Also wirklich mega Spiel. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn dann. Gibt ja ein PS3 Remake. Am besten noch mit Ico zusammen kaufen. Ico soll ja auch richtig gut sein. Aber auf die PS4 kommt ja The Last Guardian. Das ist ja auch so ähnlich von denselben Machern. Das ist auch wahrscheinlich so ein Megaspiel. Werde ich mir auch holen. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Ich sterbe jetzt. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Obwohl das Pferd, das habe ich gehasst. Ich fand es witzig, als es runtergefallen ist, aber. Weil das ist die Steuerung mit dem Pferd, war halt richtig schlimm. Aber halt dieses. Keine Ahnung, es war halt so ein. Auch diese kleinen Details mit diesem Salamander und den Äpfeln, die man runterholen muss. Habe ich nie erwartet. Ganz ehrlich, hätte ich mir keine Komplettlösung angeguckt. Ich habe gesehen, dass da unten jemand runtergefallen ist. Als ich mir die Komplettlösung angesehen habe, habe ich es halt mitbekommen mit diesen Äpfeln und Pferden, dass man die essen kann oder töten kann. Wäre ich nie drauf gekommen. Ist es da, wo Kolosse solche Türme sind? Kolosse. Kann man die als Türme beschreiben? Ja, genau. Also es war halt immer so, dass die Kolosse halt riesig waren und immer verschieden. Ich weiß noch, es gab einen kleinen Koloss, das war nur so ein Stier, aber da muss man halt lange an ihm festhalten und ihm dann, während man auf ihn drauf war, zustechen. Ne? Das ist wirklich exzellentes Spiel. Nein! Ich lebe halt wieder. Ist das jetzt ein Bug oder nicht? Ich verstehe es nicht. Ich bin schon wieder runtergeflogen und ist das Spiel jetzt wirklich so verbuggt oder was ist das? So wie der Dark Souls. Wieder da hast du es geschafft. Ich wollte jetzt erstmal die anderen Wege machen, aber dieser Bug ist halt schon wieder aufgetreten. Ich bin von da oben runtergefallen. Ich müsste eigentlich Fallschaden bekommen und sterben, aber es war auch gestern so, dass ich halt wieder nicht gestorben bin. Ich bleib jetzt einfach hier, mir egal. Vorsicht vor oben. Oh, scheiße, ich habe keinen Pfeil. Nein. PJ Salt, ja. Total. Ich weiß halt nicht, ob es ein Bug ist oder nicht, weil ich will ja nicht. Ich will ja nicht falsch spielen oder so. Ach nee. Ich sehe schon, jetzt kommen 1000 Ratten. Aber die vergiften mich nicht, das ist der Unterschied. Es gibt, bei Dark Souls 2 gab es auch Ratten, die mich versteint haben. Ich hatte sogar fast Platin auf Shadow of the Colossus. Mir haben nur ein paar Sachen gefehlt. Das war halt mega schwer, Platin dazu bekommen. Okay, ich habe jetzt nicht geguckt, was für ein Item ich darauf gesammelt habe. Ah, ein guter Gefährte. Ach, wir sind hier. Okay. Berührt mich bitte. Berührt mich. Ich wünschte, meine Freundin würde das zu mir sagen. Verdammt. Ich berühre dich doch nicht mal. Gebet. Oh, forgive me. Das ist doch die Frau, der ich den Ring geben sollte, oder? I came to this land so that your touch has freed me from the doubt I am weak. But if it would not trouble you. Oh, thank you. I shall take my vow. I, Irina of Kerry. Wieso verschwinden die eigentlich immer? Okay, wir haben jetzt schon zwei Leute, die ihren Dienst leisten wollten, aber ich weiß nicht,
Leisten die jetzt einen Dienst bei einem Bosskampf oder wo? Ey Leute, wollen wir es nicht so machen, dass wir irgendjemanden beschwören für diesen Kampf gegen dieses Ding da? Dann können wir es doch ein bisschen beschleunigen, oder? Okay, wir gehen jetzt noch hier nach unten und dann gucken wir. Gucken wir mal, was hier unten ist. Und dann können wir wieder zum Bosskampf rüber. RIP-Freundin. Ja, die muss auch, glaube ich, an. Okay, Lutscher, ich töte dich jetzt. Versucht Köder. Und dann Hurra für Aufzug. Habe ich einen Köder? Ich habe sogar wirklich Köder. Wollen wir ihn laufen lassen? Komm, hol Ball! Nein! Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst! Bitte! Bitte! Wie schnell der angreift! Das ist doch krass, Alter! Das ist doch krass! Das ist doch bekloppt, ey! Was bedeutet gutheißen? Achso, habe ich dir nicht erklärt, die Nachrichten von auf dem Boden sind Nachrichten von anderen Spielern. Also zum Beispiel, weiß nicht, viele Trolls machen es auch so, die sehen eine Klippe, zum Beispiel hier, und sagen, versucht zu springen. Also man kann denen auch Tipps geben oder trollen, kann man beides machen. Dann kann man halt bewerten, ob das, wie gut das ist. Und natürlich gibt es auch Menschen, die bewerten, springen runter. Die bewerten springen runter als gut und dann springst du halt wirklich runter und die wollen halt sehen, wie du runterspringst. So ist das System hier. Niemand trifft. Wieso bin ich hier gesprungen? Oh Gott. Bitte schlag mich nicht. Nein! Wir kommen schon nah an die 150. Ich glaube, das wird wirklich noch was. Ich glaube, er hatte keine Lust auf den Ball. Ich bin eigentlich ein Dark Souls-Veteran. Aber irgendwie. Habe ich heute 3 Follower verloren? Hier steht, ich habe 190 Follower. Weil ich habe heute irgendwie 3, 4 dazu bekommen. Und bin immer noch bei 190? Hä? Das ist halt wirklich so. Ich meine, kann jemand Uptime schreiben? Ausrufezeichen Uptime. Ich meine, auf YouTube sind das locker schon 2 Parts, wo ich hier rumhänge. Ach du Kacke. Dreckshund, ne? Ich verstehe das auch nicht, die Gegner hier sind alle so flexibel und so schnell. Ich komme gar nicht drauf klar. Steht, dass du 194 bist. Ich lese gleich den Chat sofort. Autsch. Was? Der kam halt immer noch, der andere Zauber. Okay, so. 1 Stunde 33 Minuten. Sterben macht Spaß, Kappa. Ach, Raptor Quake, du bist immer noch da. Schön, freut mich. 1 Stunde 33 Minuten. Autsch. Das wird wieder ein Spaß, das hinterher zu schneiden und auf YouTube zu stellen. Na, ich laufe hier vorbei. Ich habe wieder nur einen Flakon. Okay, aber ich ignoriere die Gegner hier jetzt. Ich bekomme sie
Ja, ich habe ja beim Nightbot habe ich ja so ein Programm, dass ich die Namen aufschreiben könnte. Also ihr könnt dann Ausrufezeichen Giveaway machen und das dann automatisch auslost, wer es bekommt. Gute Nacht an alle. Ciao, Nevio. Schönen Abend. Freut mich, dass du hier warst. Und vielleicht sehen wir uns morgen ja wieder. Morgen Abend. Ich habe keine Pfeile. Er guckt so. Hä? Oh nein, da ist ja nix. Achso, Leute, ja, wäre cool, wenn ihr mich bei YouTube abonniert. Und die Videos einfach alle liked. Einfach Teil 1 bis 9 liken bei YouTube. Okay, jetzt holst du aber Ball, oder? Komm, hol Ball, sei artig. Okay, er will nicht. Er will halt wirklich nicht. Er will ganz und gar nicht. Er will keinen Ball. Oh Gott, ich habe keine Flasche. Ich habe keine Flasche. Ich muss weglaufen. Kannst du mir erklären, was genau eigentlich ein Viewbot macht? Kann ich dir nicht erklären. Welchen Bot meinst du? Meinst du einen Nightbot oder meinst du diesen Another Useless Bot? Weil den verstehe ich auch nicht. Ich hab den nicht eingestellt. Ich habe hier Wurfmesser. Ich habe nichts, was mich heilt, oder? Ach Scheiße, was soll ich tun? Ich könnte das benutzen. Soll ich das benutzen? Komm Leute, wir gehen all in. Wir gehen sowas von all in. Jetzt geht's ab. Das ist gut, ich kann mich hinter den Säulen verstecken. Um Stamina aufzuladen. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Ja! Sehr schön! Gerade das Erythrium. Oh geil, ich habe ein neues Schwert! Oh, das ist geil! Das ist doch geil, oder? Ich hab sein Schwert. Oh, es ist ein Eisschwert. Wuhu! Sieht so cool aus. Guck mal, wie viel Leben ich habe. Ich bin so ein Lacker. Viewbot ist hier keine Nightbots. Bin kurz vorm Einschlafen. Nein, bin ich so langweilig? Wäre lustig, wäre der Segenmann mit dem Fall schon noch untergesprungen. Viewbots, gegen den eine größere Viewerzahl zu vergleichen. Ach so, stimmt. Ja, okay, so ist das. Man kann sich Bots kaufen und dann hast du 150 Viewer für 10 Euro oder so und dann... Und wie macht der Viewbot das? Ich glaube, das ist ein Server, der das alles macht. Ich weiß nicht, sollte ich jetzt mit so wenig Leben noch rumlaufen? Ach, ein Leuchtfeuer! Pfad der Opferungen. Ice cold, dieser Yoshimitsu. Das ist doch cool, dieses Schwert. Das können wir auch gleich aufleveln gehen, oder? Ich finde, ich sollte erstmal den Baum machen, bevor ich hier weitergehe. Ja, ich mache jetzt mal den Baum. Okay, Leute, wir widmen uns jetzt dem Baum. Vielleicht können wir noch irgendwelche Vorbereitungen machen in der Base.